Hallo und herzlich willkommen bei The Good Council, dem Podcast des World Future Council. In jeder Folge beleuchten wir aktuelle Herausforderungen und politische Lösungen und nehmen Sie mit auf eine Reise voller inspirierender Geschichten. Hören Sie rein und folgen Sie einem weiteren internationalen und generationenübergreifenden Dialog. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Rainer Ivanova, ich bin 17 Jahre alt und mache momentan mein Abitur und IB hier in Hamburg. Ich engagiere mich für Kinderrechte im Zusammenhang mit Klimaschutz und ich werde heute Herr Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker interviewen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Weizsäcker ist ehemaliger Vorsitzender des Bundestag-Umweltkomitees. Sie sind Ehrenpräsident des Club of Rome und ehemaliger Dekan der Brand School of Environmental Science and Management an der Universität of California in Santa Barbara. Herr Weizsäcker hat Physik in Hamburg studiert und promovierte in Biologie im Jahr 1968 an der Universität Freiburg. Sie sind Professor für Biologie an der Universität Essen gewesen und Präsident der Universität in Kassel, bevor Sie Direktor des UN Center of Science and Technology in New York wurden. Zudem waren Sie Direktor des Instituts für Europäische Umweltpolitik und Präsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Und Sie waren Mitglied des Deutschen Bundestags von 1958 bis 2005. Und auch noch im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Außerdem sind Sie Autor vieler Bücher, darunter Factor 5, und wurden 2008 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Und Sie sind natürlich Ehrenratsmitglied des World Future Councils. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, vielen Dank, Rainer. An dieser verrückten Biografie merken Sie ja schon, dass ich vollkommen wahnsinnig bin. Ja, also immer wieder was Neues. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass Sie einen sehr starken Wissenschaftsfokus haben. Was begeistert Sie denn so sehr an der Naturwissenschaft? Ach, ich war einfach sehr neugierig, schon als Kind. Da sah ich Raupen und die haben sich verpuppt und plötzlich waren es Schmetterlinge. Ist doch toll. Unglaublich, was sich da alles tut. Und Pflanzen haben mich nicht so sehr interessiert, aber Tiere immer. Und dann wollte ich Biologe werden, aber dann sagte mir ein weiser alter Mann, also wenn du Biologie studieren willst, darfst du natürlich nicht Biologie studieren, sondern dann musst du erstmal was Seriöses machen. Chemie oder Physik oder Mathematik oder Medizin meinetwegen und dann wirst du später Biologe. So habe ich es gemacht. Sie haben durchaus auch einen Fokus auf die Umwelt. Sie waren ja auch unter anderem Teil des Ausschusses für Umwelt im Bundestag. Im Mai ist nun das Klimaschutzurteil gefallen durch diese Verfassungsklage. Und wir wissen ja, dass die Lage mit dem Klimaschutz in Deutschland durchaus kritisch ist. Wie sehen Sie das und denken Sie, dass dieses Urteil etwas verändern kann? Da gibt es erstmal ganz viele Antworten. Die eine ist, die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze wollte genau dieses ehrgeizige Gesetz. Aber das konnte sie mit dem Koalitionspartner von der CDU, vor allem der Wirtschaftsvereinigung der CDU, nicht durchsetzen. Also wurde dann ein Kompromiss gefunden. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist aber nicht gut genug für künftige Generationen. Und das ist eine rechtlich ganz neue Sache, dass das Verfassungsgericht sagt, die Politik muss auch nicht nur an die heute lebenden Menschen denken, sondern auch an die Zukunft, die vielleicht noch nicht Geborenen. Und dafür ist es nicht ehrgeizig genug. Und ich habe Svenja Schulze, die Ministerin, begeistert gehört über dieses Gesetz. Jetzt mit Rückendeckung des Bundesverfassungsgesetzes können wir endlich das machen, was wir sowieso wollten. Denken Sie denn, dass dieses neue Urteil ausreichen wird, damit wir unsere nationalen Klimaziele einhalten können? Die nationalen Klimaziele, die wir in Paris 2015 zugesagt haben, das kriegen wir einigermaßen hin. Besser als die Mehrzahl der anderen Länder. Trotzdem kann man auch hier noch ehrgeiziger werden. Und da finde ich es sehr gut, dass die Grünen und die SPD der Meinung sind, ja, wir müssen noch ehrgeiziger werden. Jetzt will man ja die Klimaneutralität nicht mehr erst 2015, wie in Paris versprochen, sondern schon 2045 hinkriegen. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass das Erreichen dieses ehrgeizigeren Zieles
nicht mit lauter Missbrauch oder falschen Tatsachen erreicht wird. Also zum Beispiel, wenn einer zu viel CO2 auspustet oder andere Treibhausgase und dann kauft er sich, Landgrabbing nennt man das, ein Stückchen Afrika und baut da eine Eukalyptusplantage hoch. Die nimmt ein bisschen CO2 auf. Und dann sagt er, schaut mal, alles klimaneutral. Die Eukalyptusplantage egalisiert das, was ich da zu viel gemacht habe. Das ist idiotisch. Das passt nicht nach Afrika, macht die Böden kaputt, macht die biologische Vielfalt kaputt, macht viele Tiere kaputt und so weiter. Das darf man nicht in einer einfachen Gegenrechnung als Erreichung des Klimaschutzzieles anbieten. Nun haben viele damit gerechnet, dass dieses Urteil gar nicht gefällt werden wird, weil es mit Klimaschutz ja seit langem sehr kritisch aussieht und meiner Meinung nach immer noch kritisch aussieht. Was denken Sie denn, dass dieses Urteil über unsere Bevölkerung aussagt? Ach, in der Bevölkerung gibt es eine verbreitete Stimmung, wir wollen in Ruhe gelassen werden. Wir wollen nicht immer noch mehr tun für Leute, die wir nie kennenlernen, also unsere Urenkel oder irgendwas. Ich habe, als ich in Amerika war, ein Cartoon, so eine Witzgeschichte gesehen. Da war ein Kino abgebildet und das hatte zwei Filme im Angebot. Das eine war der Film von Al Gore, früherer Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und das hatte den Titel An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit. Und das andere Kino hatte im Angebot A Reassuring Lie, eine Beruhigungslüge. Und dann, wo die Leute reingehen, alle gehen in A Reassuring Lie. Ja? Das Volk möchte der Wahrheit nicht so gerne ins Auge gucken. Das ist das Problem. Und Politikerinnen und Politiker, die zu ehrgeizig sind, die werden gnadenlos abgewählt. Das ist das Problem. Aber immer nur die Schuld bei den Politikern zu suchen, das ist mir zu einfach. Sie waren ja selbst einmal Politiker in der SPD, richtig? Ja. Und es ist ja oft so, dass in unserer Gesellschaft sehr radikale Ansätze sehr früh schon abgelehnt werden, so ist weil es. Leute es nicht mögen, ruckartig Veränderungen zu durchleben. Wie denken Sie denn, dass wir trotzdem diese Veränderungen erzeugen können? Also ich habe eine Zeit lang in einer Arbeitsgruppe als Leiter gearbeitet in China, als Berater des chinesischen Ministerpräsidenten. Mhm. Ich war Leiter der Arbeitsgruppe über ökonomische Instrumente für Energieeffizienz und Umweltschutz. Und dort habe ich Folgendes auf Ihre Frage geantwortet. Gesagt, wir machen eine Langfristpreissteigerung, aber jedes Jahr nur gerade so viel, wie das Volk gut aushalten kann und die Industrie. Also, wenn die Energie effizienter wird im Jahr 2022, dann wird 2023 die Energie um so viel Prozent teurer, wie die Effizienz zugenommen hat. So dass das, was man pro Monat für Energiedienstleistungen ausgibt, eigentlich nie mehr wird. Nur die reichen Familien, die kriegen diese Effizienzfortschritte früher als die Armen. Also muss man dann noch was politisch machen, damit die Armen nicht die Verlierer sind. Das ist aber dann eine weitere Sache. Jedenfalls, wenn man dieses in China, wo die Leute ja langfristig denken, auf 20, 30, 40 Jahre festlegt, dann werden die Investoren und die Ingenieure heute schon das machen, was in 20, 30, 40 Jahren nötig ist. Das heißt also, weitestgehend schmerzlos, aber ungeheuer wirksam in der Langfrist. Nur, wenn ich das in Deutschland sage, oder in Frankreich, oder in Uruguay, oder in Malaysia, oder irgendwo,
dann werden die Leute sagen, ja, aber wenn alle 4 Jahre Wahlen sind, dann wird doch die neue Regierung das ganz schnell stoppen. Und dann sage ich, ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass zum Beispiel durch einen entsprechenden Verfassungsartikel diejenigen Dinge, die für die Langfrist gemeint sind, nicht abhängig werden von den jeweiligen Wahlen. Das wäre doch auch immer eine Idee. Damit hätten wir also 2 Ziele erreicht. Erstens eine sehr starke Klimapolitik und zweitens weitestgehend Schmerzfreiheit. Sie haben gerade erzählt, dass dieser Prozess ca. 40 Jahre lang gedauert hat. Das ist ja schon längerfristig. Denken Sie denn, dass das ein Lösungsansatz für die Klimakrise wäre, vor allem wenn wir bedenken, dass eigentlich das die größte Ressource, die uns fehlt, Zeit ist? Natürlich hätte ich irgendwo auch es gerne, wenn das Ganze sehr viel schneller geht. Ja. Aber wenn das nur dazu führt, dass diejenigen Parteien, die sich dafür eingesetzt werden, automatisch bei der nächsten Wahl weggewischt werden, dann ist das eine Springprozession, 2 Schritte vorwärts und wieder 1 Schritt zurück. Das ist nicht besonders gescheit. Deswegen will ich lieber etwas, was gerade noch für eine knappe Mehrheit des Volkes akzeptabel ist, was ganz wenig wehtut, aber was für die junge Generation eine exzellente Zukunftsperspektive wird. Mhm. Denken Sie denn, dass die Klimakatastrophe noch irgendwie aufzuhalten ist? Ich glaube, dass die Maßnahmen, die ich politisch vorgeschlagen habe, mit diesem schrittchenweise vorwärts gehen, aber konsequent, dass das eine tolle Chance enthält, dass es zu den katastrophenartigen Zusammenbrüchen nicht kommt. Es wird große Veränderungen geben, die Landwirtschaft muss sich ändern, die Forstwirtschaft muss sich ändern, die Art, wie man Städte baut, braucht man wieder mehr Grün, damit es auch wieder ein bisschen kühler wird und solche. Das sind Dinge, die diese Sorte Anpassung gibt es immer mal wieder. Das halten wir aus. Nun ist Klimaschutz ja nicht eine Sache, die meine Generation, sage ich mal, angefangen hat, sondern das gab es ja durchaus schon mehrere Jahrzehnte davor. Aber trotzdem ist der Ansatz heute auf eine gewisse Art neu. Wie finden Sie denn, dass sich die heutige Klimabewegung mit der von vor 30 Jahren zum Beispiel vergleichen lässt? Vor 30 Jahren waren größenordnungsmäßig 5% der Bevölkerung überzeugt davon, dass es einen Klimawandel gibt und dass der problematisch wird. Und 95% haben gesagt, das ist alles dummes Geschwätz von diesen komischen Wissenschaftlern. Heute, nach 3 sehr trockenen Sommern und Waldbränden im Amazonas, in Australien, in Sibirien, in Alaska und eben auch in Deutschland, hat die Weltbevölkerung aufgeschreckt. Und jetzt sind etwa 60-70% der Bevölkerung der Meinung, ja, leider gibt es eine Klimaerwärmung mit zum Teil schwerwiegenden Schäden. Sie haben bei meiner Einführung vorhin gesagt, ich sei in Santa Barbara in Kalifornien war. Da war ich 3 Jahre lang. Und viele meiner Freunde, die dort gelebt haben, haben ihre Häuser verloren. Die sind abgebrannt. Und deswegen sind also in Kalifornien ganz besonders dicke Mehrheiten der Meinung, wir müssen mehr tun für den Klimaschutz. Ja. Als jüngerer Mensch merke ich, dass in meiner Generation momentan viele ihre Einstellungen ändern. Wenn ich zum Beispiel damit vergleiche, wie meine Großeltern oft das Thema Klimaschutz angehen. Und das ist ja schon etwas Revolutionäres, wie Klimaschutz heute vonstatten geht. Haben Sie denn irgendwelche Tipps oder Ratschläge an jüngere Leute? Weil Sie bringen natürlich sehr viel Lebenserfahrung mit. Also erstens finde ich es wunderbar, wenn es einen Dialog zwischen den Alten und den Jungen gibt. Ja. Und dass die Alten nicht so tun, als seien die Jungen noch in den Windeln, und dass die Jungen nicht so tun, als seien die Alten völlig vertrocknet. Denn manchmal ist es genau umgekehrt. Also beides ist erklärungsbedürftig und die Kommunikation ist sehr wichtig.
Ich rede mit meinen Enkeln relativ häufig darüber. Und die holen sich bei mir dann auch Rat manchmal, weil ich manches einfach schon weiß, weil ich eben mal Wissenschaftler war. Aber gleichzeitig merke ich, dass bei den Jungen noch eine gewisse Bereitschaft vorhanden ist, jetzt alles mal anders zu machen. Und das finde ich großartig. Ich habe mich mit Greta Thunberg angefreundet und mit Luisa Neubauer hier. Die sprechen für ihre Generation, wobei auch nicht mehr als die Hälfte der Jungen so denken. Die andere Hälfte sitzt da und daddelt und streamt und macht mal all möglichen andere Sachen, die eigentlich mit Klimaschutz nichts zu tun haben. Mhm. Die langweilen sich einfach. Ja. Sie haben gerade auch ein anderes Problem angesprochen, was ich persönlich auch sehr stark wahrnehme. Und zwar, dass Klimaschutz manchmal nur in diesen Bubbles passiert. Also ich persönlich würde sagen, dass ich mich in so einer Klimaschutzbubble befinde, wo viele meiner Freunde einfach sich für den Klimawandel interessieren und sich interessieren, ihr Leben so zu verändern, dass sie dagegen wirken können. Aber für viele ist das eben noch sehr unzugänglich. Auch vielleicht als Politiker, wie denken Sie denn, dass Klimaschutz für alle zugänglicher gemacht werden könnte? Naja, wenn man Schreckensfilme zeigt, das gibt es ja auch immer mal wieder, die einem bildlich darstellen, was auf uns zukommen kann, wenn das Grönlandeis ins Meer rutscht oder irgend so etwas von dieser Art, das wäre ja für die Stadt Hamburg fürchterlich. Ja. Das heißt also, wenn man die potenzielle Realität in Bildform vor sich sieht und dann das Gefühl hat, das ist zwar jetzt zum Glück bloß ein Film, aber wenn die Realität so wird, das wollen wir doch lieber verhindern. Und natürlich in Deutschland sind wir reich genug, dass wir dann höhere Deiche bauen können. Aber in Bangladesch geht das nicht. Und etwa die Hälfte von Bangladesch ist unter Wasser, wenn das Grönlandeis ins Meer rutscht. Ja? Und das sind dann sowas wie 50 Millionen Menschen. Und dann haben wir ein Flüchtlingsproblem. Das ist 20 bis 100 Mal größer als das Flüchtlingsproblem von 2015. Und schon damit sind wir ja politisch fast nicht fertig geworden. Ja. Bei mir war es tatsächlich auch ein Schreckensfilm, der mich irgendwie dazu motiviert hat, mich für Klimaschutz einzusetzen. Und zwar genau der, von dem Sie vorhin gesprochen haben, An Inconvenient Truth von Al Gore. Und da war ich auch 12 Jahre alt, also ungefähr zur Zeit dieser großen Flüchtlingskrise. Und als ich gesehen habe, dass Hamburg theoretisch unter Wasser stände, wenn die Meeresspiegel weiter so ansteigen, war es auch für mich irgendwie zum ersten Mal etwas greifbarer, dass der Klimawandel nicht nur, sage ich mal, im globalen Süden existiert und für mich irgendwie eine ferne Zukunft ist. Sehr gut, dass Sie den Film nicht verwendet haben, um sich mit Tränen zurückzuziehen, sondern dass es Sie ermutigt hat, mit Freundinnen und Freunden Ihrer Generation und ein paar Alten zusammenzustehen und zu sagen, Leute, das ist ein echtes Problem, da müssen wir jetzt was tun. Vielleicht nur ganz kurz, um die Tränen anzusprechen. Also tatsächlich waren meine erste Reaktion Tränen. Und oft ist es ja auch sehr frustrierend, sich für Klimaschutz einzusetzen, weil es eben als diese radikale Klimapolitik angesehen wird, die irgendwie sehr realitätsfern ist von dem, was wir erreichen können. Wie sehen Sie das denn? Ist der Ansatz oft zu radikal, vor allem von jüngeren Menschen? Also ich finde es gut, dass es diese Stimme einfach gibt. Mhm. So dass Leute, die eher schon so ein bisschen kompromissbereit sind wie ich, nicht als sehr radikal angesehen werden, sondern als ein freundschaftliches Angebot der Mitte zwischen dem, was die ganz langsam gerade noch tolerieren können und dem, was die berechtigterweise verärgerten Jungen verlangen. Mhm.
Und da muss man eine vernünftige Mitte finden. Und dann gibt es natürlich noch vieles, was man einfach technisch machen kann. Ich habe mit einem australischen Team zusammen vor jetzt 15 Jahren ein Buch geschrieben, was dann schließlich den Titel Faktor 5 hatte. Und darin beweisen wir, dass in den 4 klimawirksamsten Wirtschaftsbereichen Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft eine Verfünffachung der Energieeffizienz oder auch der Stoffeffizienz technisch machbar ist. Also, meine Familie und ich leben zum Beispiel in einem sogenannten Passivhaus. Das hat praktisch keine Heizkosten mehr. Auch im kältesten Winter. Da ist nämlich eine sehr gute Isolierung und zweitens eine sogenannte Wärmeaustauscherbelüftung. Wenn wir in einem warmen Wohnzimmer sitzen, dann sind oben so Schlitze und da wandert die Luft raus und wandert über ein Kanalsystem nach draußen. Und während sie das tut, berührt sie physikalisch die hereinkommende frische Kaltluft. So dass dann die Kaltluft frisch, aber aufgewärmt beinahe mit Zimmertemperatur ins Haus kommt. Und dadurch haben wir praktisch keine Heizkosten mehr. Und ein sehr gemütliches Innenklima, übrigens auch im Sommer, wenn es zu heiß ist, passiert ist der gleiche Mechanismus umgekehrt, weil der Boden ist ja dann kühl, dann muss man es durch den Boden leiten und dann kommt die Frischluft etwas gekühlt herein. Mhm. Also, es ist ein Beispiel von 100, wie man mindestens 5-mal so effizient werden kann. Anderes Beispiel ist die LED-Lampe anstelle der alten Glühbirne. Die ist 10-mal so lichteffektiv als die alte Glühbirne. Also gemessen pro Kilowattstunde oder so. Und die Nahrungsmittel und die normalen Produkte, Kühlschrank und was es alles gibt, kann man alles sehr viel energieeffizienter machen. Und dann das bisschen Rest, was man dann noch braucht für Bewegung, für doch noch aufwärmen für industrielle Prozesse wie Stahlschmelze und so etwas, das kann man dann mit den erneuerbaren Energien machen. Ich war im Deutschen Bundestag, als wir auf Initiative meines Parteifreundes von der SPD, Hermann Scheer, das erneuerbare Energiengesetz durchgesetzt haben. Und damals kostete eine Stunde eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom etwa 1 Euro. Und heute kostet es in Deutschland nur noch ein 1/20 davon. 5 Euro Cent. Und in geeigneten Gegenden in Afrika nur noch 2 Euro Cent. Das heißt also, was als ich in die Politik gegangen bin, für einen teuren Luxus gehalten habe, ich habe trotzdem dafür gestimmt, ist heute lukrativer als Kohle, Kernenergie und Benzin. Das heißt also, die Technik kann sich in Richtung Klimaschutz entwickeln. Man muss die Rahmenbedingungen so ändern, dass die Leute Geld verdienen mit den richtigen Sachen statt mit den falschen. Und da kann man dann die neue Generation, die junge Generation, sehr leicht überzeugen. Ja, das wollen wir. Wirtschaftswachstum ist ja eines der größten Argumente gegen strenge Klimaschutzgesetze, weil viele der Meinung sind, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz nicht miteinander einhergehen können. Aber Sie haben ja gerade ein gutes Beispiel genannt, wie das doch möglich sein kann. Und dennoch ist es so, dass viele Leute davon nicht überzeugt sind. Was würden Sie dazu sagen? Empirisch, von der Realität her, haben diese Leute erstmal recht. Es gibt eine stramme Korrelation zwischen
Pro-Kopf-Wohlstandsentwicklung, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder so etwas und CO2-Ausstößen pro Kopf. Da haben die leider recht. Aber wenn wir dafür sorgen, dass in der Energiepolitik sogenannter grüner Wasserstoff erschwinglich wird und Energieeffizienz lukrativer wird und Stoffeffizienz, also Kreislaufwirtschaft, auf einmal richtig rentabel wird, dann braucht man längst nicht mehr so viel Erzabbau und Verschiffung und Verhüttung und was es alles gibt. Das heißt, man kann unglaublich viel eleganter werden, sodass dann auf einmal Wohlstandsentwicklung und Treibhausgasemissionen auseinandergerissen werden. Das muss man erreichen. Das ist dann die neue Technologie. Sie haben eben auch kurz von Lux davon gesprochen, dass Sie damals diese nachhaltigeren Technologien eher als luxuriös angesehen haben. Und das ist ja ein weiterer Kritikpunkt, den viele als sehr wichtig ansehen, weil oft die umweltfreundlicheren Alternativen einfach teurer sind. Und Sie waren ja früher auch in der SPD und interessieren sich, nehme ich mal an, sehr für soziale Gerechtigkeit. Wie denken Sie denn, dass man da auch etwas dagegen tun kann, damit eben nicht die neuen Technologien nur für wohlhabendere Leute zugänglich gemacht werden? Absolut richtig. Übrigens bin ich immer noch bei der SPD. Ach so. Und es ist mir sehr wichtig, dass die ärmeren Menschen in der Bevölkerung nicht leiden unter Umweltschutz und Klimaschutz. Aber dazu muss man auch noch etwas weiteres sagen. Die ärmsten Menschen auf der Welt, die Indigenen in Brasilien, in Indien und was es so alles gibt, die leben davon, dass die Umwelt gesund ist. Wenn die Umweltzerstörung überhand nimmt, dann verlieren die ihre Lebensgrundlage. Also in Bezug auf gesunde Gewässer, gesunde Luft, gesunde Bäume und so weiter, ist es genau umgekehrt. Die Armen sind auf Umwelt angewiesen. Die Reichen, die können sich irgendwelche Oasen aussuchen, wo es noch ganz schön ist. Also, und trotzdem, bei uns ist es tatsächlich genau, wie Sie sagen, dass wir dafür sorgen müssen, dass die ärmeren Familien nicht ökonomisch leiden unter dem, was ökologisch notwendig ist. Mhm. Das kann man ohne weiteres machen. Also zum Beispiel kann man eine CO2-Steuer so machen, dass einfach pro Tonne CO2, die ausgepustet wird, ziemlich viel gezahlt werden muss. Sagen wir mal 100 Euro. Aber das dadurch eingenommene Geld, was dann dem Staat gehört, wird pro Kopf der Bevölkerung zurückverteilt. Die Armen kriegen genauso viel wie die Reichen. Aber die Armen pusten weniger CO2 aus als die Reichen. Also werden durch diesen Umverteilungsmechanismus die Armen reicher und die Reichen ärmer. Sie sind ja auch Autor und sprechen in Ihren Büchern oft von einer faulen Welt und dass unsere Denkgewohnheiten, die aus dem Zeitalter der Aufklärung stammen, heutzutage unangemessen sind. Und nun ist es ja so, dass Deutschland auch als sehr weit entwickelter Industriestaat eine gewisse Verantwortung gegenüber den ganzen anderen Ländern in der Welt hat, weil wir nun einmal eine faule Welt sind. Denken Sie denn, dass es zum Beispiel für Entwicklungsländer gerechtfertigt wäre, jetzt für das Wirtschaftswachstum auf weniger nachhaltige Alternativen zurückzugreifen? Zunächst mal muss ich sagen, diese Unterscheidung zwischen leerer Welt und voller Welt ist nicht von mir, sondern von Professor Herman Daly, der war Chefökonom der Weltbank. Also nicht direkt ein grüner Spinner.
der sagte nur, real, vor 20.000 Jahren oder vor 200.000 Jahren, in der Steinzeit oder in der Bronzezeit, das war, da waren die Menschen eine verschwindend kleine Menge. Mhm. Und selbst noch zur Zeit von Montesquieu oder Immanuel Kant hatten wir nur ungefähr ein Zehntel so viele Menschen wie heute. Und nur etwa ein Hundertstel so viel ökonomischen Umsatz. Das war die leere Welt. Und damals wurde man berühmt als Entdecker, als Erfinder, de facto als Räuber, auch die Kolonisatoren, die Afrika unterworfen haben und so weiter, das waren in Europa Helden. In der leeren Welt, es war gemein gegen Afrika, aber für die Natur war das noch einigermaßen aushaltbar. Die volle Welt ist neu. Seit ungefähr 1950, kann man sagen, geht es raketenartig nach oben. Und jetzt kriegen wir auf einmal die Probleme, dass die biologische Vielfalt kaputt geht, dass das Klima kaputt geht, dass an vielen Stellen Wasserknappheit plötzlich da ist und so weiter und so weiter. Das ist das Phänomen volle Welt. Das ist ein Negativwort, es ist eine Schädigung gewesen. Und jetzt muss man fragen, wie reagiert man darauf? Da gibt es sehr verschiedene Dinge. Das eine ist, zur Zeit der Steinzeit war es für das Überleben der Menschheit wichtig, dass Frauen 10 bis 20 Kinder kriegen konnten. Sonst wäre die Menschheit ausgestorben bei der Säuglings- und Kindersterblichkeit und sonst was. Oder Hungersnöten, alles, was da so passierte. Aber heute in der vollen Welt sind 1 bis 2 Kinder das richtige Maß für Familien. Und in China, in Deutschland, in Italien und vielen anderen Ländern hat man das längst begriffen, dass die Stabilisierung der Bevölkerung gut fürs Land, gut für den Wohlstand ist. In der Mehrzahl der afrikanischen Länder ist das leider noch nicht angekommen. Das ist sehr wichtig, dass auch Afrika und einige andere Länder merken, dass wir Bevölkerungsstabilisierung als ein sehr wichtiges Ziel brauchen. Aber dann, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es ist vollkommen richtig, dass die klimafreundlichen Technologien so künstlich verbilligt werden müssen, dass auch die ärmeren Menschen und die ärmeren Nationen davon etwas haben können, wenn es nicht einfach zu teuer wäre. Das ist dann eine politische Aufgabe. Und davon muss man dann die Reichen und die Produzenten überzeugen, dass es wichtig ist, dass die ganze Welt etwas davon hat und nicht nur die Reichen. Also, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das eine ist das Kinderkriegen, das andere ist die Erschwinglichkeit der Vorteile der modernen Technologien. Das sind Dinge, die man sich dann im Einzelnen angucken kann. Da kann man nicht mit einer Pauschalantwort kommen. Um die Denkgewohnheiten nochmal anzusprechen, also was wir hier brauchen, ist essentiell so ein Paradigmenwechsel, der ja oft in Industrieländern schon erfolgt ist, weil einfach viel mehr Leute hier einen höheren Bildungsstatus haben. In vielen Ländern, in zum Beispiel Afrika oder generell im globalen Süden, ist ja Bildung genau das, was fehlt. Wie kann denn Deutschland als Industriestaat da zum Beispiel beisteuern? Sie sind ja auch hier beim World Future Council Ehrenratsmitglied. Und deswegen gucken Sie sich natürlich die ganze Welt und nicht nur Deutschland an. Ich finde es großartig, dass der World Future Council sich genau diese Art von Fragen stellt und dabei zu dem Ergebnis kommt, es muss eine Kooperation zwischen Nord und Süd geben, wobei der Norden das Wissen, die Technologien und das notwendige Geld zur
zum Einkauf dieser Technologien und zur Bildungsentwicklung zu einem erheblichen Teil auch aus dem Norden beigesteuert wird. Aus Gerechtigkeitsgründen und auch aus Glaubwürdigkeitsgründen. Ich bin überzeugt, dass es für Entwicklungshilfe Agenturen im Norden und für die Länder des Nordens ausgesprochen nützlich ist, wenn dafür gesorgt wird, dass im Süden die Bildung, auch die technische Bildung, die berufliche Bildung und die Technikfortentwicklung auf Universitätsniveau richtig vorankommt. Dann werden das nämlich Partner und nicht Hungerleider. Ich glaube, Hilfe zur Selbsthilfe ist hier ein sehr gutes Stichwort. Absolut. Sodass Entwicklungsländer nicht von uns abhängig gemacht werden, sondern wir ihnen helfen können, sich selbst zu entwickeln. Absolut. Sie unterstützen ja den World Future Council und haben eine besondere Leidenschaft für die Rechte von zukünftigen Generationen. Was ist denn ein Recht, was Ihnen besonders wichtig ist oder was momentan besonders im Fokus steht, was bewahrt werden muss für zukünftige Generationen? Also ich würde sagen, ein Recht auf Bildung ist ein Teil der Menschenrechte. Es soll nicht sein, dass irgendeine Familie zu arm ist, um ihren Kindern Zugang zur Schule zu ermöglichen. Das darf nicht sein, das muss aber in erster Linie mal das betreffende Land organisieren. Und dann wird auch übrigens das Land reicher dadurch, das ist gut so. Und dann muss auch der Norden dafür sorgen, dass nicht durch irgendwelche Barrieren die anderen arm gehalten werden. Also wir müssen einen fairen Nord-Süd-Warenaustausch und Geldaustausch und Bildungsaustausch haben. Also wenn ich an der Universität Freiburg Vorlesungen halte, übrigens auf Englisch, dann sind etwa die Hälfte der Studierenden aus Entwicklungsländern. Und die sind dann immer ganz glücklich, wenn ich so rede, wie sie das gewöhnt sind aus ihrem eigenen Land. Dass ich also nicht die Arroganz des Nordens rauslasse, sondern sage, ja, jetzt will ich erstmal euch gut zuhören. Wo liegen eure Probleme? Ihr habt ja die meisten Sachen schon mal durchdacht. Und dann komme ich mit Lösungsangeboten und frage dann immer wieder, oder ist euch das noch nicht richtig glaubwürdig? Das heißt also, da muss ein Dialog entstehen. Dazu sollten auch die deutschen Professoren beitragen. Ich tue das selbstverständlich, weil ich das wichtig finde. Aber es gibt manche Professoren, die sitzen auf dem hohen Ross und sagen, ja, also wenn die Leute da aus Kaffernland das noch nicht verstehen, dann sollen sie wegbleiben. So Leute hat es immer wieder gegeben. Der World Future Council identifiziert und verbreitet gute und zukunftsgerechte politische Lösungen. Was denken Sie denn, welche Rolle hier die Politik bei der Bekämpfung zum Beispiel des Klimawandels spielt? Und sollten Politiker und Politikerinnen mehr auf die Meinung von jungen Menschen hören? Das Letzte auf jeden Fall. Wenn junge Menschen wie bei Fridays for Future auf die Straße gehen oder auch ohne Straßendemonstrationen mitteilen, was sie wichtig finden, auch in Schulklassen oder irgend so etwas, da sollte man unbedingt auch zuhören. Im Übrigen sollte man darauf achten, dass der Staat durch die Rahmensetzung die Wirtschaft sehr stark beeinflussen kann und soll. Es gibt eine sogenannte neoliberale Ideologie, die sagt, der Staat soll sich überall raushalten, der Markt wird es richten, der wird dafür sorgen, dass das Geld immer in die richtige Richtung fließt. Dies ist eine Illusion. Wir brauchen dringend
den Staat, der Eingriffe macht, damit es mehr und mehr und mehr, das müsste von Jahr zu Jahr besser werden, lukrativ wird, das Richtige zu tun für die Zukunft und für die eigene Geldbörse schlimmer wird, schlechter wird, wenn etwas getan wird, was die Zukunft, Klimazukunft und dergleichen schädigt. Also diese Rahmensetzung, die kriegt der Markt nie zustande. Das muss der Staat machen. Also von daher bin ich, das habe ich immer viel Streit im angelsächsischen Raum. Es gibt in den USA, zum Teil aber auch in Australien, in England und sonst wo, eine ziemlich fest verankerte Meinung, der Staat ist ein lästiges Übel, wir können es nicht abschaffen, aber der Markt, es ist die eigentliche Suchmaschine, um richtige Lösungen zu finden und dann immer die billigsten. Da kommt Ramsch raus. Sie haben ja in Ihrem Ansatz Aufklärung 2.0 für so Balancefaktoren geworben, wie zum Beispiel, damit genau der Staat und der freie Markt ausbalanciert werden können oder Innovation und was sich bereits bewährt hat. Und jetzt haben Sie gerade auch schon angesprochen, dass der Staat sehr wichtig als Regulator quasi ist, damit hier diese Balance auch irgendwie gehalten werden kann. Was denken Sie denn, sind hier weitere Herausforderungen oder Dinge, woran es scheitern könnte, dass diese Balance weiterhin da bleibt? Also zunächst mal in diesem betreffenden Kapitel des Buches Wir sind dran, das ist der Titel des Buches, meinen wir, dass die im Westen relativ weit verbreitete Rechthaberei nicht schöpferisch ist. Dagegen die Balance, die in dem asiatischen Symbol Yin und Yang, schwarze und weiße Hälfte, die ineinander verflochten sind, die symbolisieren eine Balance. Und das ist tendenziell fruchtbringender für neue, interessante Lösungen. Und da sagen wir dann in diesem Buch, wir im Westen, in Nordamerika, in Europa, müssen von Asien lernen. Und an manchen Stellen sage ich auch, wir müssen von Afrika lernen. Das Prinzip der Ubuntu, wo ich dadurch definiert bin, wie andere Menschen mich sehen. Also ich bin sozusagen nicht ein anatomisches Gerippe, sondern ich bin das Produkt von Gemeinschaften. Das sind auch solche Balanceerscheinungen, die in der dogmatisierten Rechthaberei-Zivilisation nicht zum Tragen kommen, was ein Jammer ist. Und dann haben wir ein halbes Dutzend Beispiele genommen, wo Balance bessere Ergebnisse erzeugt als Rechthaberei. Und Sie haben einige davon erzählt. Ich bin im Übrigen beeindruckt davon, wie viel Sie von diesem Buch schon verstanden haben. Wir hatten vorhin schon einmal angesprochen, dass viele Lösungsvorschläge jetzt ja schon da sind, aber die abgelehnt werden, weil sie als zu radikal angesehen werden oder weil Leute denken, dass es der Wirtschaft schadet, wenn man irgendwie auf klimafreundlichere Alternativen umsteigt, vielen Dank. Wie denken Sie denn, dass es jetzt trotzdem gelingen kann, dass die etabliert werden? Also können Sie hier ein konkretes Beispiel nennen, was Ihnen vielleicht im Leben schon begegnet ist? Also, das ist eine sehr komplexe Frage. Und die Beispiele geben dann immer nur einen kleinen Punkt wieder. Mhm. Aber nehmen wir mal an, wir reden über die Stahlindustrie, die sehr viel Klimaschäden anrichtet. Dann kann man drei ganz verschiedene Dinge machen. Das eine ist, dass man statt Koks und Kohle
solar hergestellten Wasserstoff als Energiequelle für die notwendige Hitzeerzeugung im Stahlwerk macht. Das zweite ist, dass man Stahl nach dem Lebensende eines Geräts wieder möglichst vollständig rezykliert, also Kreislaufwirtschaft. Dann braucht man nicht dreimal zu schmelzen, sondern nur einmal. Obwohl man auch mit Schrott, muss man auch Hitze einbringen. Und das dritte ist, dass man Stahl einsetzt, zum Beispiel für Windräder. Die brauchen auch Stahl. Oder für eine bestimmte Sorte von Motoren, die höhere Temperaturen aushalten und auf diese Weise die Effizienz des Motors, Mobilität pro eingesetzter Liter Treibstoff deutlich verbessern. Also Stahl als Hilfe für Effizienz. Das sind drei ganz verschiedene Mechanismen, alle im Zusammenhang von Stahl und alle mit der Zielsetzung, richtigen Zielsetzung Richtung Klimaschutz. Sie sagten vorhin, dass Sie sich mit Greta Thunberg angefreundet haben und ich habe Greta tatsächlich auch schon einmal getroffen. Und zwar bin ich mit ihr und 14 anderen Kindern und Jugendlichen Teil einer Beschwerde vor dem UN-Kinderrechtsausschuss, weil wir der Meinung sind, dass durch den Klimawandel unsere Kinderrechte verletzt werden. Und nun gibt es ja das Recht auf eine gesunde Umwelt noch nicht in der Kinderrechtskonvention, aber das ist momentan ein sehr aktuelles Thema, was auch diskutiert wird. Was sagen Sie denn dazu? Ich bin eindeutig dafür, dass ein solches Recht eingeführt wird. Dieses Ziel liegt ja immer in der Zukunft und Sie sind ja sowohl Teil des World Future Councils als auch des Club of Rome, die beide sehr zukunftsorientierte Organisationen sind, würde ich mal sagen. Und Sie sprechen oft von einer Jetzt-Besoffenheit unserer Kultur, also dass Leute kein Interesse haben, in die Zukunft zu investieren, weil sie die Veränderungen am liebsten jetzt sehen wollen. Diese Jetzt-Besoffenheit steht uns ja oft im Weg, vor allem wenn es um Klimaschutz geht. Und was denken Sie, wäre hier eine Möglichkeit, um dagegen zu steuern? Also will ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Der im Fernsehen bekannte Arzt Eckhard von Hirschhausen hat uns bei uns zu Hause besucht und dann fragte er mich über irgendein Problem. Und dann sagte ich, naja, das Problem ist eben die Jetzt-Besoffenheit. Und das hat ihn begeistert. Also er hatte gedacht, das ist mal ein richtiges Wort. Das brauchen wir jetzt. Und dann habe ich ihm erläutert, was ich meine. Also, in der Twitterer-Generation ist ein Twitter, der eine Minute alt ist, Mittelalter. Das ist weg, das ist nicht mehr vorhanden. Es gilt nur noch das, was jetzt gerade passiert. Ja? Das ist eine Mentalität. Und das ist eine Art von Besoffenheit. Vergangenheit kommt gar nicht mehr vor und Zukunft ist weit, weit weg. Ja? Diese Zivilisationskrankheit muss überwunden werden. Auch in der jungen Generation, selbstverständlich. Also es gibt viel mehr junge Twitterer als alte. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man merkt, dass auch Zeiteinteilung in einer vernünftigen Balance sein soll. Also, wenn Sie Hunger haben, dann wollen Sie lieber jetzt essen und nicht erst in 30 Jahren, sonst sind Sie längst verhungert. Ja? Vollkommen legitim. Aber wenn Sie ans Klima denken, dann müssen Sie bitte schon in Jahrzehnten denken. Und nicht nur das, was heute und in den nächsten anderthalb Stunden passiert. Also, Balance zwischen Kurzfrist und Langfrist, das ist eine Art von Zivilisationstugend, die es im Übrigen schon bei den alten Griechen gab, völlig selbstverständlich. Aber das ist durch die Hektik der Innovationsmaschinen, der technologischen und ökonomischen und so weiter, weitestgehend verloren gegangen.
Da gibt es eben eine Einengung auf das Jetzt. Und das ist ein schwerer zivilisatorischer Fehler. Wir befinden uns ja momentan in der Corona-Pandemie, was durchaus für viele von uns irgendwie eine Veränderung in den Denkgewohnheiten verursacht hat. Und Wissenschaftler sagen ja nun seit mehreren Jahrzehnten, dass wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, dass solche Pandemien stärker und häufiger auftreten können. Denken Sie denn, dass die Pandemie hier irgendwie gezielt gegen diese Jetzt-Besoffenheit wirken konnte? Ja und nein. Also erstens, die Jetzt-Besoffenheit macht uns nicht sonderlich erfinderisch für Impfmechanismen, Resistenzmechanismen, Abwehr von neuen Krankheitskeimen und so weiter. Und da muss man schon ziemlich sauber medizinisch, biochemisch und so weiter arbeiten. Das ist harte Arbeit. Zweitens gibt es ja zwei sehr unterschiedliche, fast konträre Arten, mit der Corona-Krise umzugehen. Das eine sind Leute wie Sie und ich. Wir halten das Homeoffice einigermaßen aus und denken ein Jahr später, ja, also es gab erstaunlich viele Sachen, die man genauso gut durch gutes Denken, vernünftigen Computer und so weiter erledigen kann. Dafür braucht man nicht schnell mal nach Peking düsen oder irgend sowas oder nach Teneriffa, ja. Also das würde ich sagen, ist die rationale und vernünftige Art von der Corona-Krise zu lernen. Aber es gibt mindestens so viele, eher dreimal so viele Menschen, die sagen, jetzt ist endlich diese entsetzliche Pest vorbei, jetzt gehen wir wieder raus. Und zwar nicht nur in die Fußballstadien, sondern eben Massenflugzeuge nach Teneriffa und Malle und ich weiß nicht, was es alles gibt. Das heißt also, dass unsere deutsche Zivilisation hat so ungefähr zu einem Drittel, würde ich sagen, positiv gelernt von der Corona-Krise. Und zwei Drittel hat gar nichts gelernt. Was würden Sie denn sagen, ist die Nummer eins Sache, die Sie während der Corona-Krise gelernt haben? Also ich habe eine neue Technik gelernt, nämlich Zoom-Konferenzen. wo man 20 verschiedene Gesichter auf dem Bildschirm sieht. Mhm. Und dann muss man aber auch einen guten Moderator oder Moderatorin haben, die dafür sorgt, dass nicht einfach einer immer das Wort stiehlt. Aber im Übrigen habe ich damit doch größenordnungsmäßig ein Dutzend internationale Konferenzen nicht mit dem Flugzeug oder anderen weiten Reisen erledigen können, sondern am heimischen Schreibtisch. Das hört sich sehr schön an. Und nun eine eher persönliche Frage. Wie würden Sie sich selbst beschreiben, in drei Adjektiven zum Beispiel? Also, ich halte mich für neugierig. Ich halte mich für ein bisschen einen Spinner, der sich erlaubt, auch mal freche Sachen zu denken, die eigentlich noch gar nicht dran sind. Und manchmal geht's schief und dann bin ich aber immerhin bereit zu merken, es ist schief gegangen. Und im Übrigen bin ich gerne in Gemeinschaft. Und zwar egal mit welcher Altersklasse, mit den Jungen, mit meinen Gleichaltrigen. Wir leben in einem Haus mit einer unserer Töchter und deren Mann und deren Kindern, also unseren Enkeln, und drei Generationen. Am Anfang waren wir sogar vier Generationen, da waren meine Schwiegereltern noch dabei, die waren schon über 90 und mit denen habe ich mich auch gerne unterhalten. Und zwar nicht, weil sie Familie waren, sondern weil ich auch mal die ganz Alten gesehen und erlebt habe. Das ist doch auch was Schönes. Das hört sich so an, als wenn Sie einen sehr intergenerationellen Alltag hätten, würde ich jetzt mal so sagen. Ist es. Wenn Sie nun in die Zukunft blicken, in die Zukunft vielleicht auch sogar Ihrer Enkelkinder, sind Sie da hoffnungsvoll? Ich bin immer hoffnungsvoll, selbstverständlich.
Aber ich lasse nicht aus, die gewisse Mahnung an die junge Generation, liebe Freunde, ihr müsst auch einiges selber dazu tun. Ja. Das kommt nicht einfach wie zu Weihnachten als Geschenk der Eltern und Großeltern. Und vielleicht noch im Blick so auf den Klimawandel, denken Sie da, dass das wird, also sind Sie da hoffnungsvoll, dass die jüngeren Generationen das Problem irgendwie bewältigen können, wenn sie älter sind? Die jüngere Generation wird gezwungen, sich anzupassen an zum Teil äußerst unerfreuliche klimatische Erscheinungen. Aber gleichzeitig ist sie aufgefordert, in den Gedankengängen, über die wir jetzt eine Stunde gesprochen haben, weiterzuarbeiten, bis echte Lösungen zustande kommen, sodass danach die Schäden langsam wieder sich zurückziehen. Und dann noch eine Frage, und zwar, was ist Ihre Meinung zu dem Sinn des Lebens? Oder was ist spezifisch, denken Sie, der Sinn Ihres Lebens? Ich nehme manchen Ökonomen ein bisschen übel, dass sie alles aufs Geld reduzieren, auf das Glück. Natürlich ist es sehr viel angenehmer, reich zu sein als arm, aber man muss das Glück so sich vorstellen, dass unabhängig davon, ob jemand viel oder wenig Geld hat, dabei auch Lebensfreude gedeihen kann. Ja, also ich würde sagen, jede Generation denkt sich neue Formen des Wohlergehens aus und das ist legitim. Da sollen nicht die Alten sagen, das ist aber Mist, sondern das sollen die Jungen auch für sich selber entwickeln. Warum eigentlich nicht? Sie waren ja auch Mitglied des Deutschen Bundestags. Was ist da das prägendste Ereignis, was Sie heute noch mit sich tragen? Und gibt es vielleicht etwas, was Sie in der Zeit über sich gelernt haben, was sehr überraschend für Sie war? Also möchte ich zwei ganz verschiedene Dinge antworten. Das eine ist, ich habe gelernt von meinem Freund Hermann Scheer, dass man schon mal eine Rahmenveränderung durchsetzen kann, die am Anfang noch ökonomisch ziemlich kühn aussieht, aber dann 20 Jahre später sich als ein Segen für die Menschheit herausstellt. Also es gibt Leute in Japan, in Afrika, in Südamerika und so weiter, die sagen, also zum Glück haben diese komischen Deutschen das Erneuerbare Energiengesetz durchgesetzt, und seither sinken die Kosten für Photovoltaikstrom ständig. Das war für uns noch gar nicht so vorstellbar. Also das war ein großer Erfolg für mich. Eine völlig andere Sache ist die, ich habe natürlich auch manchmal als Vorsitzender eines Ausschusses eine öffentliche Anhörung gemacht. Und dann wurden Wissenschaftler eingeladen. Als Gelehrte. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass in vielen Fällen die Fragen und Mutmaßungen der Abgeordneten eigentlich besser waren als die Antworten. Diese Wissenschaftler, die hatten wenig Gespür dafür, wo eigentlich das politische Problem liegt. Die wussten ganz viel über Mathematik und Chemie und ich weiß was, also es war auch im Großen und Ganzen in Ordnung, aber eine für die Politik brauchbare, handhabbare und effektive Veränderung, da sind die angehörten Wissenschaftler heute völlig ignorant gewesen. Und die Politiker, auf die sehr viele Leute schimpfen, war erstaunlich realistisch. Also ich habe da auch furchtbar viel gelernt. Ich habe da mehr gelernt als in meiner eigenen Universitätszeit. Also das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Vielen Dank. Gibt es denn noch eine Frage, die Sie an mich oder an das World Future Council haben?
hätten Sie in Ihrer Generation hinreichend viele, die bereit wären, sich dem mühsamen und oft unpopulären Geschäft der Politik zu widmen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass ich das schwer beurteilen kann, weil ich, wie gesagt, in dieser gewissen Bubble bin, wo viele Leute auch politisch interessiert sind, was man ja in einer gewissen Hinsicht sein muss, wenn man sich für Klimaschutz interessiert. Weil ein sehr großer Teil davon ist nun mal die Politik. Ich denke schon, dass es genug Leute geben wird. Die Frage ist dann natürlich, also sind das auch qualitative Leute, was sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört. Weil es geht ja hauptsächlich hier um die Qualität dann der zukünftigen Politiker und nicht um die Quantität. Persönlich bin ich hoffnungsvoll, wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Fridays for Future Streiks gehe und mich dort mit jungen Leuten unterhalte, die sehr, ich sag mal, revolutionäre Ideen und Ansätze haben. Und deswegen, ja, denke ich, bleibe ich einfach hoffnungsvoll, genauso wie Sie. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview genommen haben. Und es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Gut, danke. Vielen Dank, dass Sie sich die aktuelle Folge angehört haben. Wir hoffen, dass Sie dieses inspirierende Gespräch genossen haben und beim nächsten Mal wieder einschalten werden. Dieser Podcast wird Ihnen vom World Future Council präsentiert, einer Stiftung, die zukunftsgerechte Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Menschheit identifiziert, entwickelt, aufzeigt und verbreitet. Um unsere Arbeit zu unterstützen, finden Sie uns unter www.worldfuturecouncil.org sowie auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich in unserer nächsten Folge. Bis bald! What are the solutions for our common future? The World Future Council works toward a healthy and sustainable planet with just and peaceful societies. Now and in the future. To achieve this, we identify and spread effective policy solutions for current challenges humanity is facing and honor them with our Future Policy Award. Our council consists of 50 eminent global change makers. Current and future generations have the right to live on a peaceful and healthy planet. Are you in?